Erster Testspielsieg gegen Krischow, seid ihr zufrieden? Ja, erstmal ist natürlich Spaß im Vordergrund, dass wir jetzt auch ein bisschen wieder die Kugel laufen lassen und alle so ein bisschen die Ballallergie aus dem Sommer so ein bisschen loswerden. Deswegen ist sicherlich in manchen Bereichen noch ein bisschen holprig, aber wir haben uns reingehauen. Die Intensität haben wir hochgehalten und so war es erstmal für den ersten Test, denke ich, okay. Abschließendes Fazit zur ersten Trainingswoche? Ja, hat Spaß gemacht. Für mich persönlich erstmal die Jungs kennenzulernen. Sind viele gute Jungs dabei und ja, ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben und auch noch erfolgreicher, hoffe ich. Auch die jungen Spieler, haben die sich einigermaßen gut integriert und gut abgeliefert? Doch, definitiv. Wir haben feine Jungs dabei, wie mir jetzt die erste Woche schon aufgefallen ist. Und ich glaube, da können wir schon was aufbauen. Oliver Maric, erster Testspielsieg. Zufrieden mit dem Spiel? Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist erstmal, dass wir einen Sieg eingefahren haben, dass die Mannschaft sich enger kennenlernt und dass wir gewisse Abläufe und Regeln in der Mannschaft ein bisschen verinnerlichen und vertiefen. Und wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem ersten Testspiel. Rückblick auf die erste Trainingswoche. Wie fällt da dein Fazit aus? Die erste Trainingswoche war sehr anstrengend. Alle haben gut mitgezogen. Wir als Team haben wirklich zusammen an einen Strang gezogen und sind auch sehr zufrieden. Und hoffen jetzt in der zweiten Woche, dass wir weiter uns enger kennenlernen und weiter Vollgas geben können. Super. Niklas Geißler, erster Testspielsieg gegen den VfB Krischow. Zufrieden mit dem Spiel? Ja, zufrieden, dass wir gewonnen haben auf jeden Fall. Ich denke, in Ansätzen konnte man teilweise sehen, dass wir schon ganz gut zusammen spielen. Es ist natürlich noch einiges an Luft nach oben, aber ich denke, das kriegen wir hin. Wäre ja heute eigentlich Bruderduell gewesen. Wieso hat es nicht stattgefunden? Erstens ist er bei einer Hochzeit verhindert und zweitens leider verletzt im Sprunggelenk. Ich hoffe, dass er bald wieder fit wird. Jetzt erste Trainingswoche ist durch. Wie fällt dein Fazit aus? Intensiv, aber hat auch Spaß gemacht. Gute Einheiten gewesen, alle ziehen gut mit und ich hoffe, das geht so weiter. Erster Testspielsieg gegen den VfB Krischow. Bist du zufrieden mit dem Spiel? Hast du ja auch selber fast ein Tor erzielt? Ja, ist natürlich sehr schade. Hätte ich ein, zwei Dinger machen müssen. Trotzdem fürs erste Testspiel absolut zufrieden. Erster Sieg. Und dann schauen wir mal jetzt, was danach geht. Rückblick auf die erste Trainingswoche. Wie fällt dein Fazit aus? Sehr, sehr intensiv. Anstrengend, aber so ist es ja in der Vorbereitung. Aber macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Kommst du ja vom Halleschen FC aus der dritten Liga. Merkst du schon einen Unterschied jetzt im Training und auch im Spiel? Ja, zudem merke ich es halt bei mir selber. Ne? Ich hatte nur trainiert, habe nicht gespielt und jetzt meine ersten 45 Minuten seit einem Jahr, kann man schon so sagen, ist schon nochmal intensiver. Aber ich freue mich, die Regionalliga einfach kennenzulernen. Erster Testspielsieg gegen den VfB Krischow. Seid ihr zufrieden mit dem Spiel? Ja, vom Inhalt. Es war nicht allzu doll, aber war mir schon klar gewesen, dass wir mit den ganzen Neuzugängen hier Anlaufschwierigkeiten haben werden. Wir haben uns gut bewegt, haben nicht so viel zugelassen, hätten sicherlich noch ein, zwei Tore mehr erzielen können. Von daher haben wir noch viel zu arbeiten. Kurzer Rückblick auf die erste Trainingswoche. Wie fällt jetzt dein Fazit aus? Die Spieler haben gesagt, es war sehr intensiv. Ist gut, ja, ist ja auch klar, dass wir ein bisschen was machen müssen. Werden jetzt aber natürlich inhaltlich ein bisschen mehr arbeiten. Haben jetzt die Woche ein bisschen Fußballfitness gemacht, in Spielform, in kleinen Spielform. War natürlich anstrengend für die Jungs, aber gehört dazu. Jetzt gehen wir schon über in inhaltliche Sachen, weil man natürlich heute gesehen hat, dass wir von mannschaftstaktischen Dingen sind wir noch nicht so weit. Aber kommt jetzt peu à peu und denke mal, dass wir nächste Woche Freitag schon weiter sein werden. Moritz Wallmann ist kurz vor Schluss mit Till Plumpe, ich nenne es mal, zusammengeknallt. Gibt es da schon was Neues? Ach, hat sich auf die Zunge gebissen, mehr oder weniger. Gehört auch dazu, zum Sport. Leider wird nicht ausfallen, wird es eine kleine Verletzung. Ja, von daher, ja, alles gut. Super, danke.